Herzlich willkommen zu Wer weiß mehr. Wir treten an gegen Schmidter und Schmidt, Romano und Niklas. Gut, kick in die Runde. Herzlich willkommen zu Wer weiß mehr und wir legen jetzt los. Kategorie: alle Ballon d'Or-Sieger. Messi, oder? Messi, Ronaldo. Okay, ich darf schon nicht mehr. Ruhig, ruhig. Messi, Ronaldo haben wir. Ja. Ist richtig, ne? Ja. Kaká. Richtig. Zidane auch. Ja. Luka Modric. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Hat nicht Ronaldinho auch einen? Ich glaube nicht. Der dicke Ronaldo hat einen, oder? Ja, nehmen wir. Nehmt ihr? Ja. Richtig. Ja. Pelé. Oder gab es da noch keinen Ballon d'Or? Gab es noch nicht. Das ist ein Fehler. Ich weiß noch einen. Ronaldinho hat safe einen. Richtig. Oh Gott. Ich weiß halt Ronaldinho, aber wusste ich. Ronaldo wusste ich. Ich wusste Kaká. Wenn du keinen weißt, dann habe ich vielleicht einen. Ja, dann sag. Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ja, sag einfach. Cannavaro. Richtig. Es gibt einen Tormann, der Ballon d'Or-Sieger geworden ist. Aber wer? Ich weiß es nicht. In unserer Zeit war nur Messi. Oh, Lothar Matthäus. Der hat safe Ballon d'Or gewonnen. Nee, Lothar, doch. Ja, mach keinen Schmäh. Wow. Ich wusste es. Aber wir haben schon viele für unser Alter. Wie viel haben wir? 9. Gerhard Müller, welches Jahr hat der gespielt? Kann das jemand sagen? Oder? So um 1970 rum. Der ist safe. Der hat 1000 pro. Jeden Tag. Ich mag nicht verlieren. Soll ich sagen? Ja, sag du. Ich nehm nicht. Er guckt schon so. Rummenigge? Ganz sicher. Karl-Heinz Rummenigge. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Aber der wie kommst du da drauf? Das ist krank. Ich höre das im Fernsehen, höre ich das manchmal. Oh, Shevchenko. Shevchenko? Shevchenko. Ist das eine Antwort? Ist das eine Antwort? Ist der? Ich weiß nicht. Ich glaube, Andrei Shevchenko hat einmal gewonnen. 5, 4, 3. Ah, warte kurz, bevor. Ich mach Gerd Müller. Gerd Müller. Du bist der Beste, Mann. 3. Mach diesen Italiener nochmal. Roberto Carlos. 1. Das ist ein Fehler. Hey, wäre Nesta gewesen? Nee, Shevchenko wäre noch gewesen. Luis Figo. Rivaldo. Hast du Rummenigge gesehen? Meinst du mit Rummenigge? Rummenigge war? Rummenigge war auch. Ja, sag ich ja. Und Rullit war? Eusebio war 10 Punkte. Das ist völlig in Ordnung. Alle Ballon d'Or-Sieger. Sü. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Jetzt gehen wir langsam Schritt für Schritt kommen. Kaká. Lewandowski. Nein, sind das warte mal. Lewandowski. Ja gut, also was Ronaldo, Lewandowski? Messi. Hat Lewandowski gewonnen? Dieses Jahr. 100%. Okay, das sind die zwei, die wir gesagt Messi, haben. Messi, Ronaldo. Messi, Ronaldo habt ihr gesagt. Kaká hast du gesagt. Warte kurz. Lass mich verunsichern, Kaká. Du bist nervös, ne? Lass mich verunsichern. Ich weiß auf jeden Fall. Ich weiß noch drei auf jeden Fall. Beckenbauer war auch mal Ballon d'Or, glaube ich. Und Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, die Antwort. Das ist richtig. Der dicke Ronaldo. Das ist richtig. Zidane. Ist das eine Antwort? Natürlich. Das ist richtig. Ronaldinho. Die Antwort. Das ist richtig. Pelé. Gab es da schon die Wahl des Ballon d'Ors? Weil es gab da noch nicht die. Ballon d'Or. Wir sagen Lewandowski. Dieses Jahr wurde der Weltfußballer. Ist das sicher? Ich weiß es gar nicht. Warte mal nochmal mit Lewandowski. Beckenbauer war doch schon auch mal Dings. Boah, den nehme ich nicht auf meine Kappe, keine Ahnung. Kaká war, glaube ich, auch mal, oder? Ich glaube auch. Ja, wir sagen Kaká. Richtig. Du hast richtiges Pokerface. Kannst du aber vorher mal lachen. Maradona muss doch, oder? Ich sag, na, sagen wir nicht. Hier gibt's noch. Ja, wobei Maradona. Cannavaro war, glaube ich, auch mal Cannavaro als Defensiver. War, ja. Fabio Cannavaro. Richtig. Was ist mit Rivaldo und Romario und so? Ich würde Romario sagen. Romario, Weltfußballer? Aber vielleicht ist er schon wieder 1000 Jahre alt. Cruyff. Johan Cruyff. Antwort. Richtig. Straf dich jetzt, Alter. Ich habe von den 9 habe ich 7 genannt. Komm jetzt. Du bist 1000 Jahre älter als ich. Ich glaube aber noch Beckenbauer. Meinst du nicht? Keine Ahnung. Also Matthäus war safe. Matthäus weiß ich als Deutscher, aber sonst? War Iniesta mal? 4. Schade. 3. Busquets? 2, Busquets niemals. 1. Romario.
Falsch. Was? Wie kann man den nicht als Weltfußballer wählen? Messi, Modric, Ronaldo, Kaká, Modric, Ronaldinho, Shevchenko, Pavel Nedved, Ronaldo, Michael Owen. Krank. Gerd Müller. Digga. George Best. Wir sind scheiße. Nächste Frage. Kategorie Werder Kader der Double-Saison 2003-2004. Borowski. Richtig. Baumann. Richtig. Miku. Diego auch? Na, doch. Der hat die Schale gehalten. Ja. Diego? Nein. Der erste Fehler. Was? Klasnic? Richtig. Die haben mit Raute gespielt. Vorne war er und Ayrton, oder nicht? Mhm. Der, ist, Ayrton, der hat jetzt erst Ayrton, mit Bild wieder Ayrton gemacht, irgendwas. Stolteri? Ja. Oh, dieser Silvestre? Antwort? Nein. Strebinger war der. Gigi Fanda? Nein. Mann, du Lusche, Alter. Jetzt haben wir nur vier, Bruder. Ja, das war nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist gut. Echt? Kristall. Ismail. Werder Kader der Double-Sieger Saison 2-3, 2-4. Frank Baumann. The Baumi. Richtig? War der so. Clemens da schon da? Nein. Weg. Ailton. Ja. Ailton. Ailton. Klasnic? Ja. Richtig. Kiki? Nein. Wer war Torwart? Miku. Miku? Miku. Miku? Richtig. Tim Borowski? Richtig. Valery Ismail? Richtig. Klose? Nelson Valdez. Richtig. Du guckst so Dinger, warum guckst du so? Ärgerst du dich, dass wir besser sind als die anderen? Wir sind schon vor dir, ne? Was ist mit Klose? Ah, wir zwei sind auf gar keinen Fall mehr irgendwas. Doch, ich glaube, ich habe noch einen. Ich rede mit ihm, okay? Kennst du einen Krajinic oder so? Ich glaube, Krajinic oder so irgendwas. Zählt das auch, wenn man es falsch ausspricht? Wer ist noch als Innenverteidiger? War Naldo da? Nein. Nein. Denk mal an dieses Dings, wo die Trophäe hochhalten bei uns in der Kabine. Wo die den Pokal hochhalten. Wer ist da noch? Da ist doch Kiki im Kader. Dann sag ihn. Kiki. Nein. Wie er sich freut, dass falsch ist, guck mal. Das ist 2009. Pizarro. Der war da nicht gelistet. Hätte ich mir merken können. Sebastian Bönig. Nee, der ist viel zu jung. Dann sag mal einen von einem uralten Trainerspieler. Sag mal irgendeinen. Irgendeinen, den du kennst. Rudi Völler. Özil, wie alt war der da? Nein, oh, der war... Der war 12. Der war da im Kader. Bönig, keine Ahnung. Nein, der ist viel zu jung. Yes! Das war der erste Teil. Okay, ich mach's. Bruder, ich muss immer lachen, Alter. Mann, du kannst ja, mach du. So, das war der erste Teil von Wer weiß mehr. Nächste Woche kommt der zweite Teil.